Und damit moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Das letzte Mal hatten wir ja das Problem mit den Kräutern. Ich hoffe, die haben das langsam in den Griff bekommen. Wie man sieht, eher nicht so, aber gut. Ich gehe davon aus, dass das dann mit der Zeit sich irgendwo einpegelt. Heute haben wir hier so einen riesen Batzen, der irgendwann mal fertig werden muss. Und da werden wir heute ganz einfach mal jemanden, nett ausgedrückt, ganz lieb fragen, ob er denn vielleicht etwas arbeiten möchte. Ich habe auch schon... Stop. Jetzt darfst du weiterlaufen. Bau 10, ja, sollte funktionieren. Davena schläft. Mhm. So sieht übrigens Schlafen aus, ja. Gut. Also wir werden heute mit Lavena ganz einfach mal die Burg weiterbauen. Wenn denn die junge Dame dann irgendwann mal ausgeschlafen hat, wenn die junge Dame gegessen hat, obwohl sie derzeit nicht mal hungrig ist, obwohl wir ja schon wieder Siedler haben, die verärgert sind. Ja gut, Kipp. Kann es sein, dass... Scroll, scroll, scroll. Nein, die hat genau denselben Plan. So, Lavena, wo bist du? Da. Komm mal her. Bei diesem Siedler ist das Ganze deaktiviert. Aha. Warum auch immer. Aktivieren wir es mal mit 5. Dann darf sie das nämlich auch. Hierher. Meine hergestellte Materialien ist nicht viel, aber junge Dame, antreten. Junge Dame, naja, mit 43 im guten Alter. So, ist das jetzt fertig? Ja, gut. Nicht, dass ich dazu... Ups. Schnell war. So richtig kommt ihr nicht dazu. Ich meine, Stiegand macht jetzt schon wieder Forschung. Brot ist auf dem Lagerplatz verrottet. Das ist ja Lebensmittelverschwendung. Nee, nee, nee. So, hier ist dann schon was, was eigentlicherweise schon, ja, fertig ist. Und gleich diese Wand. Brot, Apfelkuchen. Ich meine, man könnte das auch essen. Na gut, den Plattenhelm kann man nicht essen. Ja... ausgehungert. Oh, ausgehungert, obwohl der Magen voll ist. So, was bellen denn die Hunde schon wieder? Da ist irgendwo ein Auto lang gefahren und schon wird gebellt. Maria? Ist das bequem? Ach, nicht schlecht.
die fette Verdauung, wo sie gut ausgeruht ist. Aber wir haben eigentlich genug Betten. Unterhaltung genießen, ja genau. Sie soll einfach mal essen. Aber nein, die laufen erstmal allesamt hin und wollen was trinken. Ich sag nichts mehr dazu. Kann denn... Naja. So. Irgendein Dorfbewohner ist immer wieder unzufrieden. Maria. Mhm. Ist untätig. Juhu, das ist nur das Wichtigste. Hitzewelle. Gut, dann wird es wohl wieder so sein, den Terminplan umstellen. Ach komm, da bekommt ihr etwas Freizeit. So, zack, viel Spaß. Dorfbewohner sind untätig, juhu. Aber die legt sich immer wieder dahin. Ist da irgendwo ein Bett? Verschwitzt, ja, passiert. Zweimal auf dem Boden. Kann es sein, dass wir nicht genug Betten haben? Also rein zur Sicherheit kommen wir noch zwei Betten hin, gut ist. Ja. Du trägst sie mal in ein Bett. Zeig sie einfach mal, wie das geht. Dorfbewohner verhungern. Ach, auch noch. Das ist aber jetzt nicht wieder dasselbe, was wir schon mit Kip hatten. Trage diesen Siedler in ein leeres Bett. Jetzt schon steht Maria wieder da und ja. Ja, das ist, wenn dann Autospeichern kommt und man noch die Taste gedrückt hat. Wo hatten wir jetzt? Da. Baut mal das noch. Achso. Lavena. Wer ist denn verärgert? Ja, Maria, ja. Die steht da, Alter. Wir probieren das jetzt ganz einfach mal. Wir schicken sie mal dahin. Jetzt dahin. Nee, die...
Da kommt die hin. Da aber nicht. Ja, das ist klar. Nein, so richtig klar ist es nicht, aber... Da kommt die hin. Kann es sein, ja gut, Otter bewusstlos ist jetzt, irgendjemand wird sie schon aufheben. Ich meine, das ist natürlich toll, wenn ich hier eine Treppe hinbaue. Dann brauche ich hier keine Tür hinbauen. Wie sieht das hier aus? Da ist die Treppe. Genau, habe ich einfach auf der falschen Seite angefangen. Ja, aber irgendjemand muss doch mal zu Maria kommen. Geht dir so nicht. Diesen Siedler ins Bett. Ja, der Siedler steht da oben und macht nichts. Doch, setz dich hin und kratz dich im Kopf. Da gibt es keinen Weg runter, oder wie? Ja, klar. Ganz, ganz clever und intelligent. Nehm Maria, mach mal was anderes. Reiß mal das ab. Da sagen wir mal Nein dazu. Einfach zur Sicherheit mal. Nein, und die soll jetzt eigentlich, weiß ich, dann macht er nicht. Baue gerade Holztreppe. Dann wird Maria das schon auf die Reihe bekommen. Ach ja. Das ist das eigentliche Problem gewesen. Ah, hat er sich alles gut überlegt. Nur nicht, wie man hier rauskommt. Oh Gott. Wer leidet? Otter leidet. Gut. Also haben wir jetzt erstmal wieder Maria gerettet. Man kommt natürlich jetzt nicht hier hinten hin, ist natürlich auch nicht gut. Also man kommt hier rein durch die Türen. Und theoretisch käme man bis hier hin. Ja, und dann
Ja, da hat jemand gut mitgedacht. Gut, die Konstruktion ist, reden wir nicht drüber. Wer hat denn, was hat die denn? Na ja. Gut, also über dieses Design muss man dann nochmal reden. Wie dumm kann man denn sein? Also ganz ehrlich jetzt. Und ja, ich rede jetzt über mich. Ich meine, mit der Treppe jetzt funktioniert das. Auch da weiterbauen. Ich gehe auch davon aus, dass die jetzt relativ schnell den Rest bauen. So, damit haben wir Lavena mehr oder minder am Anfang in Anführungsstrichen gezwungen, mal hier rundherum das zu bauen. Hat super funktioniert. ja. Ganz ehrlich. Ich meine, die Aktion jetzt gerade so richtig gefallen, tut mir das nicht. Gefallen tut mir das nicht. Also ganz ehrlich, nebenbei, super Deutsch. So, wir bauen das mal dahin. Also hier müsst ihr durchkommen. Die zwei noch weg, weil wir machen ja mal Leben, wenn dann sowas. Dahin, 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 dahin. Dann erstmal das da drauf. Die kommen jetzt erstmal bis hier hoch. Punkt. Ganz einfach. Ja, gut, wir sind bei 18 Minuten und ja, verdorbene Feldfrüchte. Also machen wir das noch ganz schnell. So. Ist nicht ausgewählt. Mimi, 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 Mimi. Möchte das auch nicht machen. Nicht ausgewählt. Ach, das ist ja gut, dass da nichts ist. Zack. Und diese junge Dame wird jetzt bestimmt auch sagen, nee, ich will nicht. Mimimi. Mi, mi. So, dann antreten.
Gigant, hier ist noch was. Krimbol da. Deid, da. Wo sind denn jetzt noch verdorbene Früchte? Deid, komm her. Gut, das ist jetzt alles, naja. Gibt dann doch nicht ganz so viel Kohl. Aber gut. So, die verdorbenen Feldfrüchte haben wir auch noch, ich nenne es mal, besiegt. Wo klöppeln die jetzt die ganze Zeit? Oh, hier sieht es aber auch schon gut aus. Und wir sind bei 21 Minuten 30. Genau. Das haben sie schon mal gemacht. Und irgendwie fehlen die Materialien. Ja, gut. Ach komm, das machen wir jetzt auch noch. Da sind wir ja nicht. Die bräuchten nur einfach Bergbau betreiben. Gut, macht Tiffiana. Und ich sag mal, ja, es ging heute etwas länger. Entschuldigung dafür. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wird der nächste Siedler ganz einfach dazu vergewohlschlüpfert, die Burg weiter zu bauen. Ciao, ciao.